Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem YouTube-Kanal. Bitte. Habe ich nicht vergessen, die Küsschen. Leute, ich habe die letzte Zeit voll oft vergessen. Ich hole jetzt Pia ab, die kommt von der Schule. Und wir gehen was essen und ich muss mir auf jeden Fall... Ach, Leute, Sonnenbrille im Februar. Ja, moin, Sonne blendet mich. Spaß, aber mein Fame. Ja, okay. Ja, warte mal. Ich mach Musik an. Ich hole jetzt Pia ab, dann gehen wir was essen. Wir haben uns irgendwie vor lange nicht mehr gesehen. Die ist halt gerade echt im Abi-Stress. Ich sag ihr, dass ich jetzt komme. Dann hole ich sie ab, dann wollen wir was essen gehen. Mal gucken. Ich muss mir noch ein Ladekabel kaufen. Meine Familie sagt zu mir, ich sehe orange aus. This is fucking me up. Ich frage gleich Pia, was sie sagt. Scheiße, die ist in ein paar Minuten da. Let's go! Yummy! Warte. Hier steht ja ein wildes Pier in freier Umgebung. Also Leute, ich habe ganz vergessen, wir waren gerade essen. Ich kann euch die Story einblenden, weil ich habe vergessen, die Kamera mit reinzunehmen. Wollte nur kurz sagen. Und jetzt fahren wir irgendwo hin. Ich muss vielleicht mir ein Ladekabel kaufen, weil ich habe schon seit Ewigkeit nichts mehr. Ich benutze immer noch seine Station zum Laden. Ich benutze immer nur Pias Station, ich habe kein Ladekabel. Ich wollte vielleicht zum DM gehen. Das ist auch meins. Was machst du im Auto? Das hat ja meine Cousine, die hat mir das letztens gegeben. Ich habe gestern meine Cousine, die mir das wieder zurückgegeben. Oh ja! Ich hasse es, wenn wir vor Pias Haustür sind und sie den Schlüssel sucht. Sie findet ihn nicht und es ist einfach arschkalt draußen. Alter. Irgendwann nervt's halt mal. Ist keiner zu Hause? Soll ich klingeln? Pia! Ja, ich such doch schon. Guck mal, die lädt alles aus. Ja, das gibt's ja gar nicht! Doch, bei Roller! Man trifft Pia gelegentlich mal mit diesen Handschuhen an! Hier sind zwei verschiedene! Ein mit Finger und ein ohne. Ich hab noch. Was ist das? Socken! Ah, nee, das sind keine Socken. Marcel, wo ist denn der? Ich hab ihn! Ah, gut, gut. Ich tu mal wieder alles rein. Wo sind denn die ganzen Menschlein? Oh, Pia! Hello! Aber wo sind sie denn alle? Oh, ich liebe es, wenn du aufgeräumt hast. Ich hab gleich aufgeräumt. Ich weiß! Du bist bei Pia. Ach, Mensch. Leute, es ist einfach... Okay. Ein bisschen später, ich bin mit Pia, bei Pia eingeschlafen. Jetzt muss ich zu meinem Auto rennen, das ist gruselig. Weil ich hab... Guck mal, ich hab euch doch erzählt, dass ich letztes Mal, als ich bei Pia geparkt habe, einen Strafzettel gekriegt habe. Deswegen habe ich jetzt weiter weggeparkt, weil man lernt ja aus Fehlern. Wenn ich jetzt vergewaltigt werde, dann war auch das ein Fehler, dann zahle ich lieber Strafzettel. Wenn jetzt mein Auto abgeschleppt wurde, weil ich da auch nicht parken darf, dann fick ich mein Leben aber kreuz und quer. Das sage ich euch. Mal gucken, ob das Auto noch steht. Ich fahre jetzt zum Edeka, da treffe ich mich mit meiner Familie. Weil die sind auch beim Edeka. Ah, das Auto steht noch. Cool. Leute, ich war gerade einfach bei Pia. Wir sind beide eingeschlafen. Okay, das ist creepy. Wartet kurz. Wir haben uns jetzt... Ich hab dich im Internet getroffen. Ja. Ich wusste es schon. Wir holen uns jetzt Chicken Wings und Pommes oder so, oder? Tasty. Der Top-Koch des Jahrhunderts fesselt die Chicken Wings des Jahrtausends und die Pommes darunter. Einöde des Smokes. Alle Vegetarier weggucken. Sieh mal ein bisschen beeilen, bitte. Sorry, wie wäre es mit Eigeninitiative? Meine Pommes sind drunter. Okay, sehr gut, Luciano. Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Leute, wir haben gerade gegessen, ey. Ich habe so was Cooles gemacht. Ich habe so eine geile Idee gehabt. Das war übelster Hirnfurz. Es ist jetzt 0.44 Uhr, aber ich musste das jetzt noch machen. Das ist so cool. Ich habe mir einen zweiten Insta-Account erstellt. Hier habt ihr einmal meinen richtigen Insta-Account. Ich habe jetzt einen zweiten Insta-Account. Der heißt MarcyRealAF. Ich habe schon so ein paar Sachen vorbereitet. Ein paar Sachen hochgeladen, bevor ich euch gesagt habe, dass es den Account gibt, damit ihr, wenn ihr dann folgt, schon mal so sehen könnt, was euch auf dem erwartet, auf dem Account. Der Account heißt MarcyRealAF, das sagt eigentlich schon alles. Das ist der Account, ihr könnt mir folgen. Ich werde jetzt nicht euch zeigen, was das für Videos sind. So cringe, das sind Videos, die würde ich niemals hochladen. Ihr lernt mich da so von einer ekelhaften, cringigen, anderen Seite kennen.
Ich werde da alles hochladen, was ich cringe in meiner Situation finde. Es wird so real. Sache, die ich noch nie veröffentlicht habe. Wo ich denke, nee, das kann ich nicht bringen, das kann ich nicht in meine Story packen oder so. Genau die Sachen werde ich auf diesem Account alle posten. Ich habe das gerade eben veröffentlicht. Es sind schon fast 1000 und es ist 1. Also kurz vor 1 schon. Da werde ich so geile Sachen posten, irgendwelche dummen Sachen machen oder Snaps, wo mir ein Popel runterhängt oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich werde da alles posten, was man normal nicht posten würde oder rausschneiden würde oder so. Jeden Tag wird entweder ein Video oder ein Bild online kommen, also ich werde jeden Tag da irgendwas hochladen. Also seid gespannt, just for fun. Guck mal, ich habe sogar bei Kategorie vom Business-Profil, habe ich sogar da hingeschrieben, just for fun. Und da habe ich auch meinen richtigen Account verlinkt und habe gesagt, ich kann auch sexy sein. Das wird so cool, Leute. Das wollte ich euch gerade auf jeden Fall noch sagen. Ich habe das gerade die ganze Zeit erstellt und habe irgendwelche, ich habe voll Rückenschmerzen und habe aus meiner Galerie irgendwelche Bilder rausgefiltert, die ich gefunden habe. Ich muss gleich mal im Pias Chat gucken, was wir uns für Bilder auch schicken und so. Weil ich habe hier nochmal eingeblendet, wie sie heißt. Leute, okay, das war jetzt auch gerade richtig komisch. Aber es juckt. In 8 Tagen fliege ich und ich habe noch keinen Rucksack. Ah, warte, das gucke ich vielleicht jetzt noch. Ich brauche so einen Backpack-Rucksack. Ich gucke mal bei Amazon, weil ich will nicht 200 Euro für so einen Scheiß ausgeben. Ich gehe ja nicht wirklich wandern. Es muss halt nur alles reinpassen. Und wir fahren ja überall mit diesen Tuk-Tuks hin oder mit Nachtzug oder so. Deswegen ist es nicht so wichtig, dass es bequem ist oder so. So einfach ein riesiger Rucksack sein. Backpack. 62 Euro. 26 Liter. Wasserdichter Reiserucksack. Klingt gut. Wie viel sind 26 Liter? Wie viel brauche ich für 3 Wochen? Good question. Aber der sieht stabil aus und hat viele Taschen, sodass ich die wichtigsten Sachen oben haben kann und so. Guck mal. Da kann ich sogar Laptop und alles reinschauen. Das sieht irgendwie voll stabil aus. Der ist auch wasserdicht. Was sagen die Reiseexperten? Guck mal mit Laptoptasche und so. Ich muss halt so wenig Klamotten mitnehmen, wie es geht, aber ich nehme 2 Bikinis halt mit. Mit denen chill ich halt die ganze Zeit und dann halt ganz viele große T-Shirts, die ich so als T-Shirt-Kleider benutzen kann. 3 kurze Hosen, 2 Kleider, riesige T-Shirts, keine Ahnung. Ich brauche gar nicht so viel, oder? Da hat es ja 35 Grad, ich werde auf jeden Fall nur kurze Sachen brauchen, das ist schon mal gut. Nimmt wenig Platz in Anspruch. Ich frage morgen meine Mama, ob ich den holen soll. Aber ich freue mich so krank auf Thailand. Da werden auch richtig krasse Bilder kommen. Auf beide Accounts krasse Bilder. YouTube macht mir gerade voll Bock. Voll Spaß. Und gerade lade ich ja jeden zweiten Tag was hoch. Also ich mache das gar nicht absichtlich. Aber ich lade jeden zweiten Tag was hoch. Ich immer einen Tag ein bisschen Pause. Dann habe ich wieder mehr zum Vloggen gehabt und so. Ist eigentlich ganz gut. Ich muss echt mal wieder duschen, ey. Meine Haare sind ein bisschen ekelhaft. Ich habe nach dem Feiern nicht geduscht. Und am Samstag, ich überlege, ob ich Freitag und Samstag feiern gehen soll. Ich glaube schon. Also, weil am Samstag kann ich auf jeden Fall, ist das letzte Mal, wo ich hier in den Club gehen kann in Deutschland. Weil dann bin ich 3 Wochen weg oder ein bisschen länger. Ja, also Samstag, diesen Samstag, gehe ich das letzte Mal mit meinen Freunden hier feiern. Weil am Donnerstag danach fliegen wir schon oder Mittwoch. Und am Valentinstag bin ich in Bangkok. Boah, ich freue mich, es wird geil. Mein Valentinstag-Geschenk an mich selber. Nice. Ey, mal gucken, wer mir auf dem Account alles folgt. Ob ich die kenne. Thais folgt mir schon. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt. Und zwar richtig. Ja, okay, richtig, richtig nicht. Aber jetzt muss ich morgen noch ein bisschen putzen. Hey, der Rucksack, der begeistert mich übel. Reichen 26 Liter. Ich frage mal Rike, wie viele Liter die Dings. Also Rike ist die Freundin, mit der ich gehe. Ich frage die mal, wie viele. Also die hat einen Rucksack. Ich frage die mal, wie viele Liter bei der reinpassen. Ich schaue gerade nach Rucksäcken. Wegen. Ja, Thailand. Wie viele Liter sind bei dir? Also wie viele Liter passen bei dir rein? Oder wie viele Liter hat der Rucksack? Weil ich habe einen bei Amazon Prime gefunden. Und der sieht voll gut und stabil aus und voll praktisch. Und da steht 26 Liter. Aber wie viel ist das? Also reicht das oder ist es zu wenig? Deswegen wollte ich fragen, wie viel du hast. Also das war einfach nur eine Frage. Ich rede schon eine halbe Minute. Hä? Ich hätte einfach nur fragen können, wie viel Liter hat dein Rucksack? Und ich mache Roman. Halbe Bibel vorgelesen gerade. Ich habe euch gerade auf Insta noch versprochen, dass ich euch jetzt ein paar Fragen beantworte. Deswegen mache ich das jetzt. Den Rucksack behalte ich im Auge. Weil ich glaube, den zeige ich morgen meiner Mama. Frag, guck noch.
gucke noch, was Rieke sagt, ob das passt oder ob das zu wenig Platz ist. Und sonst schaue ich halt weiter. Also, ich beantworte jetzt noch ein paar Fragen auf Instagram, dann gehe ich schlafen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bye, gute Nacht. Bye. Leute, ich bin gerade aufgewacht und auf meiner Seite Marcy Real AF folgen mir Leute, wo ich gar nicht wusste, dass es das die noch gibt und wollte gar nicht, dass sie meinen Account überhaupt sehen. Ich habe nicht richtig bedacht, was ich da hochlade. Aber jetzt ist es echt schon zu spät. Jetzt soll es halt jeder sehen, keine Ahnung. 6000 habe schon den Kanal abonniert. Ich bin mal gespannt, was nach 24 Stunden ist oder was, nach, wenn ich das Video hochlade, wie viele. Also ich glaube, heute knacken wir die 10.000, oder? Wohl 4.000 Menschen sind schon viel. Alter, so lustig. Ich darf die beiden Accounts nicht verwechseln. Ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden. Und ich habe jetzt die Frage an euch. Wollt ihr eher mehr Vlogs oder wollt ihr eher lange Vlogs? Ja, das ist meine Frage an euch. Schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Jetzt habe ich noch eine richtig geile Idee. Also die meisten von euch sind... Schreibt mir mal in die Kommentare, durch welches Video ihr mich entdeckt habt oder welches Video das erste war, was ihr von mir gesehen habt. Weil von den meisten war es dieses How Girls Really Get Ready. Wie sich Mädchen wirklich fertig machen, war es glaube ich bei den meisten. Weil das so übelst abgegangen ist. Und die Videos habt ihr am meisten gefeiert. Das Blöde ist, ich kann die Videos nicht machen wegen Copyright. Aber wenn ich einfach durch die Videos kein Geld verdiene, also quasi die Videos nicht monetarisiere, dann könnte ich doch eigentlich die Musik benutzen, oder nicht? Ich werde das auf jeden Fall abklären, weil dann kann ich vielleicht einmal im Monat trotzdem so ein Video machen. Was würdet ihr davon halten? Dann würdet ihr auch wieder meine Musik hören und so, dann könnte ich mich mit euch fertig machen und gleichzeitig die Musik hören. Ich werde das auf jeden Fall gleich abklären, weil das würde mich echt interessieren, ob das dann geht. Weil dann ist egal, ist mir egal, ob ich damit Geld verdiene oder nicht, weil ich finde die Videos selber voll cool. Auch zum Drehen, das macht einfach voll Spaß. Und gebt mir auf jeden Fall Bescheid, ob ihr eher viele Vlogs sehen wollt oder eher lange Vlogs. Und dann werde ich das auch auf jeden Fall umsetzen. Leute, in 8 Tagen geht's ab nach Thailand. Muss noch ein paar Sachen besorgen. Vielleicht treffe ich mich gleich mit Pia in der Stadt oder so. Ich muss aber gucken, muss noch ein paar Sachen besorgen und sowas für die Reise. Und ich glaube, der Rucksack ist viel zu klein gestern. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber ich glaube, ich brauche schon so 60 Liter, oder? Ich habe hier einen anderen gefunden. Ich muss halt echt mal gucken, wie viel ich mitnehme. Aber das schaue ich alles auf jeden Fall noch. Und informiere mich ein bisschen. Ich glaube, sowas hier ist halt viel praktischer, so Riesendinge, oder? Obwohl der andere halt so hart war und so voll die klaren Fächertrennungen hatte, wo ich viel, also viel übersichtlicher das irgendwie ist. Muss ich halt gucken. Ich hasse es, wenn alles so unübersichtlich ist und manche Sachen, dann sind die ganz unten, du musst die von ganz unten hochholen. Also sag mal, aber 26 Liter reichen mir doch niemals, oder? Ich weiß gar nicht, was ich mir gestern dabei gedacht habe. Aber der war halt schon ziemlich breit. Ja, muss mal gucken. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch der Vlog gefallen hat. Ich beende den hier und werde einen neuen Vlog anfangen. Morgen kommt wieder kein Video, dafür kommt wieder übermorgen ein Video. Folgt mir bei Insta aber auf meinen beiden Seiten. Da kriegt ihr auf jeden Fall mit, wann dann meine Videos online kommen. Oder aktiviert die Glocke einfach, Leute. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, dann kriegt ihr so angezeigt, Marcy hat ein Video hochgeladen. Könnt ihr sagen, okay, nee, will ich nicht angucken, wegmachen. Und ihr könnt halt direkt drauf gehen. So, ihr habt keine Nachteile, Leute, ihr habt keine Nachteile. Deswegen abonniert, Glocke aktivieren. Ich bin raus, dir das Adelbanscher bleiben, wo kacken ist die Alavia? Ja, fühl dich hart von mir geknuddelt, außer die ekligen. Und wir sehen uns bald wieder. Bye. Lächeln nicht vergessen, denn Lächeln ist gesund. Außerdem gibt es immer einen Grund, um glücklich zu sein.